10 von Gerüchteküche und ein herzliches Willkommen damit. Und heute geht es um zwei kleine Themen. Es sind nicht so viele Informationen, sondern eher kleinere Informationen, wo vielleicht später ein paar mehr folgen, wenn ich mehr weiß, aber ich beginne. Einerseits geht es jetzt hier um, ich beginne mit einem möglichen Länder-Event wieder. Und zwar sind einige Bilder aufgetaucht, das hier einerseits hier die Flagge wieder und ja, Sticker, können wir erkennen, das Sticker und ja, was könnte das Länder-Event sein? Es wird wieder spekuliert, wieder ein Polen Länder-Event. Man hatte ja im vergangenen Jahr, gab es ja auch schon ein Polen Länder-Event, allerdings gab es noch keine Flagge dazu. Und jetzt soll das hier wiederkommen. Ich glaube am 11. November oder so circa ist der Unabhängigkeitstag in Polen. Da könnte das jetzt hier kommen. Also, ja, man wird natürlich, wenn jetzt hier schon Bilder auftauchen, da wird natürlich was dran sein. Nähere Informationen werden wahrscheinlich folgen. Wenn ich mehr weiß, werde ich natürlich wieder ein Video dazu machen und euch mitteilen. Aber bis dato sind nur diese Bilder bekannt, also noch nicht recht viel. Könnt ihr unter die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Auch wieder Polen, aber es sieht sehr danach aus, wenn Flagge hier sehen, also sieht es ja recht nice aus. Und das zweite betrifft jetzt hier, die auch hat was mit dem Sticker zu tun, nämlich soll ein, habe ich ein Bild gefunden, ein neues Sticker-Album jetzt hier kommen, und ich habe hier ein Bild gefunden von der ersten Seite hier quasi, ja, sieht man schon die neuen. Das neue Design, es soll also auch überarbeitet werden, der neue Sticker-Album. Wir sehen jetzt neue Schaf, Murmeltier, die neue Stadt. Baum, ja. Der Apfelbaum hier, also das sieht alles nach einem neuen Sticker-Album aus. Ich kann es mal zeigen, wie sie jetzt derzeit aussieht. Wenn man es jetzt ansieht hier, wäre das Sticker-Album, erste Seite. Okay, es lässt sich hier nicht öffnen, okay. Sieht es so aus, altes Schaf, altes Design, etc. Die alten Sachen, und das soll jetzt hier überarbeitet werden, hier im Vergleich. Das neue. Neues. Und da stellt man sich natürlich die Frage, denn bei ein Teil damals von User Frank Big Point antwortet, wurde ja bekannt, dass das Sticker-Album ja etwas einen Sinn haben soll. Nicht nur einfach Sticker, die da drin picken und die kann man sich anschauen, ja, schöne Erinnerung, sondern es soll auch einen Sinn ergeben, oder dass man quasi, ja, dass es sich auch was bringt, dass man die Sticker sich holt und sich und sammelt. Ja, ich bin gespannt drauf. Also das klingt alles und das sieht schon alles richtig spannend aus, und es werden sicherlich noch nähere Details kommen, aber wann das jetzt kommt, sobald, schätze ich nicht, Farmhouse erst, dann Farm Wheel ist auch, also das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich kann es mal zeigen, wie viele Sticker ich besitze. Ja, nur die Tortoise Sticker hat ja jeder. Ich habe nicht so viele Sticker, ich habe hier, ja, Olympia war das, glaube ich, EM oder auch Olympia, ja. Russische Event, die Matroschka-Hühner, Nublon. Also wie gesagt, ich habe nicht so viel. Ja, Cat Steve, Katzenwoche, türkisches Zuckerfest, polnisches Erntefest, oder Oktoberfest war das, Entschuldigung. Das war das Erntefest. Ja, da kommt noch ein bisschen Fußball-Event, EM-Event und Ostern 2012. Und ja, dann hier noch die Berufe. Ja, also hier kommt, müsste dann auch noch was kommen, Alchemist, mehr habe ich nicht, also Alchemist, Spa Manager, Florist, Bäcker und Marmeladier, das sind meine Sticker, und damit, ja, also mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin gespannt, es sieht alles unglaublich spannend aus, ich bin sehr gespannt drauf, wann es hier kommt, weiß ich nicht. Wart mir ab auf nähere Informationen und schreibt doch unter die Kommentare, was ihr vielleicht denkt, was vielleicht, welchen Nutzen das haben könnte, wie gefällt es euch. Also ich finde es einfach natürlich neues Design, aber ich finde es richtig, sieht viel besser aus, finde ich, als das hier. Also ein bisschen halt altes Style, aber das war's dazu, und ich hoffe natürlich, es waren spannende Informationen, und damit bis zum nächsten Mal.